hier Tarnis-Kontrolle. Wir haben Sichtkontakt zum Kern. Transfer weiterführen. Flugbahn und Ausrichtung bestätigt. Gehen auf 1.15 und initiieren Kaper-Routine. Das Schiff erkennt den Kern und bestätigt Signal. Flottenkommando online. Mutterschiff-Statusbericht. Technikabteilung online. Bereithalten für Start der Haupttriebwerksequenz. Haupttriebwerke online. Triebwerkstest abgeschlossen. Alle Standardantriebssysteme sind funktionsfähig. Navigation online. Das Mutterschiff ist in Bereitschaft. Maschinen auf Leerlauf. Hier ist der Nachrichtendienst der Flotte. Unsere Aufgabe besteht darin, Sensordaten zu analysieren und Missionsziele zu generieren. Rohstoffsammelschiff erwartet. Vor dem Start des Mutterschiffs müssen wir eine Reihe von Tests durchführen und feststellen, ob alle wichtigen Systeme einsatzbereit sind. Während dieser Tests hat das Mutterschiff Minimalbesatzung und bleibt an Tarnis angedockt. Sind die Tests abgeschlossen, starten wir das Mutterschiff und testen den Hypersprungkern. Der erste Test gilt dem Rohstoffsystem. Ein Rohstoffsammelschiff ist bereit. Aufnahme von Rohstoffcontainern an dieser Stelle beginnen.